Legendär! Oh Gott, ist das gut. Das ist keine scheiß Legendary. Ragnaros ist ja eigentlich böse gewesen. Böse ist er. Aber was passiert, wenn man jemanden korrumpiert, der böse ist? Er wird gut. Und Ragnaros ist jetzt die Legendary des Paladins. 8 Mana, 8-8. Die Stats sind gleich geblieben, aber der Effekt stellt am Ende eures Zuges bei einem verletzten, befreundeten Charakter 8 Leben wieder her. Statt 8 Schaden am Gegner auszuteilen. Das ist ganz gut, weil das auch bedeutet, dass Ragnaros sich selbst heilen kann. Und vor allem überheilt er niemanden, der nicht verletzt ist. Also die Heilung verpufft nicht. Und wenn man den hinter einer starken Spottkreatur verstecken kann, dann hat der Gegner ein Problem. Denn man wird jede Runde am Ende seines Zuges geheilt. Ich mag die Karte. So, das heißt, wir dürfen die nächste Legendary erwarten bei spätestens 104 Packs. Bin ich ja mal gespannt. Ist auf jeden Fall eine Karte, die ich auch gerne wollte, sozusagen. Dann haben wir noch eine starke Schamanenkarte und man kann jetzt schon sagen, dass der Schamane wirklich gute Karten in dieser Erweiterung bekommen hat. Meister der Evolution, 4 Mana, 4-5, super Stats und dann noch ein positiver Effekt. Verwandelt einen befreundeten Diener in einen zufälligen Diener, der einen mehr kostet. Das ist total krank und es ist eine seltene Karte und es ist eine gute Karte und die werde ich auf jeden Fall spielen in meinem Schamanendeck. Da haben wir eine neue Karte und zwar Zwielicht Ältester, ist auch eine Cthulhu-Karte, 3 Mana, 3, 4 an Stats, super Stats und verleiht eurem Cthulhu am Ende eures Zuges +1/+1. Tentakel von Zoth hatten wir glaube ich noch nicht. 1 Mana 1-1, fügt allen Dienern einen Schaden zu. Ist also so ein kleines explosives Schaf, das ja 2 Mana kostet, aber 2 Schaden verursacht. Dann haben wir Befallener Wolf, eine seltene Jägerkarte, 4 Mana 3-3. Ruft 2 Spinnen 1-1 herbei. Also ein größerer Haunted Creeper. Aber anders als beim Haunted Creeper sind die Spinnen, die gespawnt werden, auch Wildtiere. Und das ist wichtig für den Jäger, weil er so zum Beispiel Wildtier-Synergien benutzen kann. Find gut. Ist okay auf jeden Fall, der Wolf. Unheimlicher Schrecken. Ja, man braucht solche leeren Karten auch. Gerade für Arena vielleicht. 8 Mana, 6-10. Nur die Stats. Sieht nicht so aus, als würde ich mit dem gerne einen trinken gehen, aber okay. Nichts, was man im Constructed benutzen würde, aber Hehler von Unterstadt, eine Schurkenkarte, eine neue. 2 Mana, 2-2. Todesröcheln, erhaltet eine zufällige Karte von der Klasse eures Gegners auf die Hand. Ja. Warum nicht? Ist wieder so eine kombinierte Karte. Es gab dann diese Schurkenkarte, die sich, ja, wie heißt die auf Deutsch? Ich weiß es halt nicht. Burgle, wo man 2 Karten der gegnerischen Klasse bekommt, 2 zufällige. Und hier ist es halt ein Körper auf dem Feld und die Hälfte dieses Effekts. Das scheint Blizzard in letzter Zeit gerne zu machen und da kann man in Zukunft wahrscheinlich auch noch viel erwarten. Wir haben 2 seltene Karten. Goldene Dunkelheit, Statthalterin, auch gut. Goldene Karten sind ja sowieso ziemlich cool. Nächstes Pack. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie ich die 4 Hearthstone-Folgen diese Woche vollkriege, denn genau so. Da haben wir den Tod des Secret Paladin im Wild-Modus, wo man alle Karten spielen darf. 4 Mana, 2, 4 an Stats. Klingt erstmal schlecht, aber Kampfschrei zerstört alle feindlichen Geheimnisse. Er hält +1/+1 für jedes zerstörte Geheimnis. Das heißt, wenn der Secret Paladin mit dem mysteriösen Beobachter, wie heißt er noch, Mysterious Challenger, 5 Geheimnisse aus seinem Deck zieht und man den Geheimniszehrer spielt, dann hat er wie viel? 7-9 an Stats für 4 Mana. Und alle gegnerischen Geheimnisse sind zerstört. Krank. Abseits davon hat diese Karte keine Berechtigung, keine Daseinsberechtigung. Eine Legendary. Das ist nichts Neues, das ist eine epische Karte. Klinge von Cthulhu, das ist eine super Cthulhu-Karte. Kostet zwar 9 Mana, aber Kampfschrei vernichtet einen Diener, fügt seinen Angriff und sein Leben Cthulhu hinzu. Und 4-4 ist noch der Körper. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, Assassinate vom Schurken, der Zauber, der einen gegnerischen Diener vernichtet, kostet 5 Mana. Das heißt, die 5 Mana ziehen wir mal davon ab.
Das heißt, es ist im Prinzip Assassinate plus ein Körper für 4 Mana 4-4. Und die getötete Kreatur bufft noch unseren C'Thun. Also es ist eigentlich eine gute Karte. Also C'Thun Schurke könnte ganz gut sein. Wow, legendär! Die nächste gute legendäre Karte, die wir bekommen. 5 Mana. Es ist Halaziel, der Aufgestiegene. Stellt jedes Mal, wenn eure Zauber Schaden verursachen, bei eurem Helden ebenso viel Leben wieder her. Wenn man das spielt, also alleine die Stats sind schon okay voll. 4 Angriff und 6 Leben. Wenn man das Ding zusammen mit einem, weiß ich nicht, Gewittersturm spielt, dann kann man mal locker, also wenn das gegnerische Feld relativ voll ist, dann kann man mal locker mit 15 Leben oder so rechnen. Oder 10. Dann ist das gegnerische Feld ein bisschen demoliert. Und man heilt sich selbst. Also ist echt eine gute Legendary. Ziemlich cool, dass ich die beiden jetzt schon gekriegt habe. Wir werden noch garantiert 3 Legendaries bekommen. Ab diesem Zeitpunkt. Ja, müsste stimmen. Oder 2, 2,5. Machtwort Tentakel. The Hentai is real. Verdammt nochmal, guckt euch das an. Sieht aus wie Hentai. Machtwort Tentakel soll Velens Auserwählter so ein bisschen ersetzen. Allerdings ist Velens Auserwählter viel besser. Die kostet 3 Mana. Bringt einem Diener 2-4 an Stats dazu. Und plus 1 Zauberschaden. Und dieses kostet 5 Mana, also 2 Mana mehr. Man kriegt dafür 2 Leben mehr, aber auch keinen Zauberschaden dazu. Ich weiß. Ich finde die Karte nicht so gut. Yo. Rasierender Wahn ist eine neue Hexenmeisterkarte. Ein Zauber für 3 Mana verursacht 9 Schaden, der zufällig auf alle Charaktere verteilt wird. Ja. Okay. RNG. Ich bin kein Freund von RNG, ehrlich gesagt. Oh, Verderbter Seher, eine neue Murloc-Karte, die recht teuer ist. 6 Mana kostet sie, 2-3 an Stats, fügt allen Dienern, die keine Murlocs sind, 2 Schaden zu. Also für alle Diener, die keine Murlocs auf dem Feld sind, ist das eine Weihe. Wenn man nur ein Murloc-Deck spielt, ist das vielleicht irgendwie denkbar, aber ansonsten ist es einfach viel zu teuer. Der Körper ist so schwach, ich weiß nicht. Ein paar goldene Karten könnte ich noch gebrauchen. Hehler von Unterstadt hatten wir auch schon. Eine epische Karte. Nice. Zauberin des Kults hatten wir noch nicht. 2 Mana, 3-2 in Stats, also gute Stats. Zauberschaden plus 1, also es ist auf jeden Fall besser als der Kobold-Geomant, der ja eine neutrale Karte ist. 2 Mana kostet der und hat 2-2 in Stats, also der ist schon mal besser. Und jedes Mal, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt, erhält euer C'Thun plus 1 plus 1. Also, selbst wenn er C'Thun nicht buffen würde, würde diese Karte wahrscheinlich irgendwie in manchen Zauber-Spell-Power-Decks gespielt werden. Also eine richtig gute Karte. Und Blutkrieger. Das ist eine Krieger-Zauberkarte. Erhaltet eine Kopie jedes verletzten befreundeten Dieners auf die Hand. Es gibt eine ähnliche Karte beim Magier, Echo von Medivh, die aber an keine Bedingung geknüpft ist. Also, die kopiert jede befreundete Dienerkarte auf dem Feld. Egal, ob sie verletzt ist, kostet 1 Mana mehr. Blutkrieger ist wahrscheinlich für Patron Warrior gedacht, irgendwie. Ja, ansonsten weiß ich nicht, wie diese Karte Einsatz finden könnte in Constructed. Nichts Neues. Nichts Neues. Oh, ich habe schon 2 geile Legendaries. Ich freue mich richtig darüber. Ist echt gut. Das sind auch 2, die ich mir gecraftet hätte, von daher. Mitternachtsdrache, 4 Mana, 1-4 an Stats ist ein Drache. Kampfschrei erhaltet plus 1 Angriff für jede andere Karte auf eurer Hand. Ist also im Prinzip der umgedrehte Zwielichtdrache. Ich finde den Zwielichtdrachen aber besser, weil es wichtiger ist, viel Leben zu haben als viel Angriff. Und was nützt mir dann, weiß ich nicht, eine 7-4 Kreatur, wenn sie vom Donnerkrachen des Schamanen zerstört werden kann oder so. Jetzt mal als Beispiel.
kein Legendary, aber da verlange ich vielleicht auch zu viel. Arslarve haben wir relativ oft mittlerweile. Okay. Nichts Neues. Distel-Tee, Dunkeleingelehrte kennen wir beide schon. Kennen wir alles schon. Auch die beiden kennen wir schon. Ja, von den seltenen und von den gewöhnlichen hat man eigentlich relativ schnell alle voll. Das sind dann die epischen und die legendären, um die es dann geht. Das kennen wir auch schon und das kennen wir auch schon. So viele doppelte Karten in den Boostern immer. Golden und gewöhnlich. Da ist ja endlich die goldene Arslarve. Nice. Kultist von Skeram ist eine weitere Cthune-Karte. 6 Mana, 7, 6 an Stats. Also die umgekehrten Stats des Ogers. Oger der Felsfäuste heißt er, glaube ich. Kampfschrei verleiht auch um Cthune plus 2 plus 2. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Karte plus 3 auf Cthune bringt. Ansonsten finde ich sie nämlich. Also in Cthune-Decks würde ich die wahrscheinlich nicht spielen, weil das einfach keine gute Cthune-Karte ist. Sie ist zwar on curve und hat solide Stats. Man soll ja auch für jede Mana-Kosten irgendwie eine Cthune-Kreatur spielen können, aber ich finde sie nicht gut. Mit 6, 7 wäre sie besser. Nichts Neues. Aber der verderbte Heilbot. Die verderbte Version des normalen Heilbots. Kostet aber mehr. Ne, kostet genau gleich viel, hat aber doppelt so viel Stats. 6-6 statt 3-3 ist ein Mech, aber Todesröcheln stellt beim feindlichen Helden 8 Leben wieder her. Und das ist scheiße, das will man nicht. Wobei. Ja, die Karte müsste eigentlich stärker sein. Sie 7-7 vielleicht an Stats. Dann vielleicht eher. Wobei, wenn man die, wie heißt sie noch? Auch eine nahe Seelenpriesterin. Wenn man die hat als Priester und man spielt den Heilbot, dann. Und der stirbt, dann richtet das beim Gegner 8 Schaden anstatt 8 Leben. Das wäre vielleicht eine Kombinationsmöglichkeit. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob man den unbedingt spielen will. Das ist eigentlich keine so gute Karte. Dann wird wieder eine epische. Gesichtsloser Beschwörer. 6 Mana. 5-5 an Stats und Kampfschrei ruft einen zufälligen Diener herbei, der 3 kostet. Ihr merkt, dass das krass ist, oder? Gut. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Die haben wir schon. Schreckenszyklop. Eine sehr interessante Karte, fand ich zumindest. 4 Mana, 3-3 an Stats. Klingt erstmal wenig, hat Spott. Und Kampfschrei erhält plus 1 Leben für jeden feindlichen Diener. Das heißt, wenn der Gegner 2 Diener hat, ist das im Prinzip ein Schildmeister von Senjin. Der 3-5 an Stats hat für 4 Mana, aber wenn 4 gegnerische Kreaturen auf dem Feld liegen, dann hat der auf einmal 3-7. Und gerade in Zodex wird dieser Schreckenszyklop wirklich zu einer vernichtenden Waffe für den Gegner. Finde ich eine gute Idee. Eine gute Anti-Aggro-Idee. Oh. Oh! Jetzt geht's los hier. Schwarzmeerpiraten, die kennen wir auch noch nicht. Für 4 Mana, 2-5 an Stats, okay. Eure Waffen kosten 2 weniger. Das ist teilweise enorm. Dann haben wir verderbte Irrwische. Im Englischen hat die einen tollen Wortwitz. Die heißen, diese Irrwische heißen ja Wisps. Und diese Karte heißt Wisps of the Old Gods. Statt Whispers of the Old Gods. Ist ganz witzig. Natürlich kann man das im Deutschen nicht übernehmen. 7 Mana. Wählt aus, ruft 7 Irrwische 1-1 herbei oder verleiht euren Dienern plus 2 plus 2. Keine gute Karte. Kabbalisten. Foliant, eine sehr interessante Magierkarte für 5 Mana. Erhalte 3 zufällige Magierzauber auf die Hand. Burstpotenzial, weil man auch viele Schadenszauber auf die Hand kriegen kann. Und man lädt quasi nach, weil man als Magier halt dann nie. Einem nie die Zauber ausgehen, und das ist vielleicht in einem Deck interessant, wo man auch diesen Flammenrufer, diesen Flame Waker hat, der bei jedem Zauber, den man ausspielt, zweimal irgendwo hinpingt, zufällig beim Gegner. Ganz interessant. Schön, dass ich die Karte gekriegt habe. Wo ist die nächste Legendary? Nichts Neues. Ich mag es wie Splotch, das gefällt mir. Feurige Fledermaus ist neu. 1 Mana 2-1. Wildtier und Todesröcheln fügt einem zufälligen Feind einen Schaden zu.
Ist übrigens eine Reminiszenz an Firebat, einen Hearthstone-Player, der, glaube ich, das erste Turnier gewonnen hat vom Blizzard. Dann haben wir ein gesichtsloses Ungetüm. Hat Ähnlichkeit mit Spinatpizza. Also es ist eigentlich fast ein Gesicht, oder? Drei Rüssel, zwei Augen. Ich finde, das kann man als Gesicht durchgehen lassen. 10 Mana, 10-10 an Stats. Gut. Karte ohne jeden Effekt. Triumphierender Verkünder. Setzt den Angriff dieses Dieners zu Beginn eures Zuges auf 7. Es gibt ja diesen Unheilsverkünder, der 0-7 auch an Stats hat. Und im nächsten Zug alle Diener auf dem Feld tötet. Der triumphierende Verkünder ist deshalb so glücklich, weil die alten Götter endlich gekommen sind und das Unheil jetzt verkündet ist. Und deswegen kann er mächtig auf die Kacke hauen, aber den kann man so leicht stehlen, den kann man silencen und dann ist es einfach für 5 Mana 0-7 eine Kreatur. Also Schrott. Finde ich nicht gut. Keine gute Karte, meiner Meinung nach. Vielleicht kann irgendwer daraus ein tolles Deck bauen, aber ich kann es nicht. Nichts Neues. Nichts Neues, so wie ich das sehe. Ja, ich habe teilweise manchen Streamern zugeguckt, wie sie 700 Packs öffnen. Oh, mutierter Worgen. 2 Mana, 3-1 und Verstohlenheit. Also ist von diesem Worgen Spitze quasi die erweiterte Version, die 2-1 an Stats hat und 1 Mana kostet. Und der Hüter des Morasts. Das ist eine gute Druidenkarte, 4 Mana. 3-3 an Stats. Wählt aus. Ruft einen Schleim 2-2 herbei oder erhaltet einen leeren Mana-Kristall. Das ist gut. Für den Ram-Druiden auf jeden Fall. Eine interessante Idee. Nichts Neues. Selbstlose Helden. Eine neue Paladin-Karte. 1 Mana, 2-1 an Stats und Todesröcheln verleiht einem zufälligen befreundeten Diener Gottesschild. Also diese Gottesschild-Thematik wird beim Paladin gerade echt gepusht und es soll so einen neuen Archetypen von Paladin-Decks wahrscheinlich erschaffen. So wirkt es zumindest. Eisene Tiefe, das kennen wir auch alle schon. Oh, Cthulhu's Auserwählte. 4 Mana, 4-2 an Stats. Hat Gottesschild. Ist also gut. Verleiht eurem Cthulhu +2/+2, egal wo er sich befindet. Man hat von der gesagt, dass sie so ein bisschen der Schredder ist, der neue 4-Mana-Schredder. Weil der im Prinzip ja auch 2 Angriffe überlebt hat. Und die überlebt halt auch für 4 Mana 2 Angriffe. Behält aber ihre starken 4 Angriffe bei. Also die ist eigentlich ganz gut. Kann man vielleicht sogar in Nicht-Cthulhu-Decks spielen. Oh, noch eine epische. Zwielicht-Dunkelheilerin, das ist die zweite Cthulhu-Karte des Priesters. 5 Mana, 6-5 an Stats. Stellt bei eurem Helden 10 Leben wieder her, wenn euer Cthulhu mindestens 10 Angriff hat. Okay. Heilung für den Priester. Okay. Und der Dunkelsprecher mit einer sehr interessanten Mechanik. Der kostet 5 Mana, 3-6 an Stats. Kampfschrei vertauscht die Werte mit einem befreundeten Diener. Warum sollte man den spielen, fragt ihr euch. Naja, wenn man zum Beispiel eine Karte auf dem Feld behalten möchte, die einen interessanten Effekt hat, die aber schwache Stats hat. Und dann kann man mit dem Dunkelsprecher halt diese Karte buffen. So ist das wahrscheinlich gedacht. Würde ich jetzt mal sagen. Oder zum Beispiel, um Power Overwhelming beim Hexenmeister, um da einen Profit draus zu schlagen. Das ist ja eine Karte, die eine eigene Kreatur um 4-4 stärkt, glaube ich, 4-4. Die Kreatur stirbt dann aber am Ende des Zuges. Und wenn man dann den Dunkelsprecher stirbt und die guten Stats kriegt, kann das wahrscheinlich irgendwie vielleicht sinnvoll sein. Also die Mechanik ist einfach neu und interessant. Nein. Nichts Neues. Na, spanne ich mich mal nicht selbst auf die Folge. Schurken-Legendary. Xaril, vergifteter Geist. 4 Mana, 3-2 an Stats. Okay, die Stats sind ein bisschen kacke, aber Kampfschrei und Todesröcheln. Erhaltet eine zufällige Toxinkarte auf die Hand. Toxinkarten gibt es 5, das sind so, ja, Tränke sozusagen. Und die haben verschiedene Effekte.
Das sind im Prinzip richtige Zauber. Für einen Mana übrigens alle. Eine Toxinkarte bringt zum Beispiel, dass man eine Karte zieht für einen Mana. Eine bringt, dass man zwei Schaden verursacht für einen Mana. Eine bringt, dass man eine befreundete Kreatur wieder auf die Hand kriegt und sie dann weniger kostet, wenn man sie erneut ausspielt. Für zum Beispiel Kampfschrei-Effekte oder Combo-Effekte. Dann gibt es noch eine Toxinkarte, die, glaube ich, für eine Runde Verstohlenheit auf eine Kreatur wirken kann. Und die andere heilt, glaube ich. Ne, die andere ist ein Buff, genau. 3 Angriff. Also im Prinzip Äquivalente zu anderen Zauberkarten von verschiedenen Klassen. Und was bei diesen Toxinkarten also toll ist, ist, dass sie sehr variabel sind. Klar, es ist zufällig, welche man bekommt, aber sie sind schon nützlich und sie kosten halt 1 Mana. Und 1 Mana-Zauber sind für den Schurken immer gut, weil man dann, wie gesagt, dieses Kombo-Potenzial hat. Man kann eine 1 Mana-Zauberkarte spielen und kann dann direkt danach einen teuren Kombo-Effekt zum Beispiel bekommen. Und viele sagen halt, die ist blöd, die Karte, weil sie so schlechte Stats hat. Aber ich weiß nicht, also man kann sie ja zumindest mal ausprobieren. Ich bin auf jeden Fall nicht unglücklich, dass ich diese Legendary bekommen habe. Jetzt haben wir schon 3 gute Klassen-Legendary, die ich sehr interessant finde. Goldenes Reise in die Tiefe, das ist doch ganz nett. Mal sehen, welche Legendaries die den noch auspacken. Es gibt also in der Erweiterung auch Scheiß-Legendaries, aber wir sind bisher zum Glück vor denen bewahrt geblieben. Befallener Wolf haben wir hier in Gold. Das gefällt mir. Keine Legendary, ist aber okay. Wir haben ja gerade erst eine gekriegt. Oh, die uralte Schildträgerin. Ich habe mich schon gefragt, wann ich sie bekomme. 7 Mana, 6-6 an Stats. Kampfschrei, erhalte 10 Rüstung, wenn euer C'Thun mindestens 10 Angriff hat. Und das geht schnell. Also man muss nur 2 C'Thun-Kreaturen vorher spielen, in irgendeiner der 6 Runden vorher zum Beispiel. Und dann bringt die uralte Schildträgerin einfach mal für 7 Mana eine 6-6 Body aufs Feld und 10 Rüstung. Das ist echt krass und nicht schlecht. Außerdem hat sie Saurons Auge in ihrem Schild. Oder etwas, was ich jetzt nicht aussprechen möchte. Ihr wisst Bescheid. Vor allen Dingen die 5% weibliche Zuschauer wissen Bescheid. Danke. Jetzt sind es nur noch 2%. Der Murloc Inquisitor ist neu. 1 Mana, 1-3 an Stats ist ein Murloc und Kampfschrei. Eure Heldenfähigkeit wird zu Ruft einen Murloc 1-1 herbei. Ist so witzig. Also, im Prinzip soll die Murloc-Thematik beim Paladin wieder ein bisschen gebufft werden, aber ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass das besonders gut ist. Es gibt ja diese Paladin-Karte für 10 Mana, die 7 verstorbene Murlocs, die während des Spiels verstorben sind, wieder aufs eigene Feld ruft. Und da möchte man eigentlich nicht diese 1-1er dabei haben, sondern diese ganzen Ansturm-Murlocs oder diese Murloc-Anführer oder keine Ahnung was, aber nicht diese 1-1er. Deswegen behindert die Karte den Murloc-Paladin eigentlich mehr, als dass sie hilft. Oh, das ist toll. Das ist richtig toll. Die goldene Zauberin des Kults. Ich finde übrigens, dass in dieser Erweiterung von Hearthstone sehr auffällig ist, dass die Zeichnungen echt richtig gut sind und auch die goldenen Karten sind teilweise echt komplexer in dieser Erweiterung. Sehr schön. Kriegerheld der Bluthufe ist neu. 4 Mana, 2-6 an Stats. Spott hat es. Und Wutanfall plus 3 Angriff. Das ist echt gut. Ich glaube, das ist eine wirklich gute Karte. Schön, dass auch alte Mechaniken noch benutzt werden, wie eben zum Beispiel Wutanfall. Blizzard ist so ein bisschen weggekommen von Charge, von Ansturm. Das finden sie nämlich ist eine doofe Mechanik. Alles, was mit Burst zu tun hat, findet Blizzard mittlerweile blöd. Wurden ja auch einige Karten genervt zum Beispiel. Verbotene Heilung ist eine weitere verbotene Karte. Verbraucht euer gesamtes Mana, stellt doppelt so viel Leben wieder her. Also der Paladin hat viele Heileffekte bekommen in dieser Erweiterung. Ragnaros, der Lichtfürst und verbotene Heilung. Also Paladine können ziemlich lange am Leben bleiben, würde ich mal vermuten.
Da haben wir ein paar Karten, die wir noch nicht kennen, also zumindest den entstellten Berserker für 4 Mana 3-5 an Stats, also fast wie das wie der Yeti-Ding. Wutanfall plus 2 Angriff, das heißt, nach dem ersten Treffer ist das eine 5 Angriff, 4 Leben Kreatur oder 3 Leben oder 2 Leben und kann dann vielleicht nochmal ein großes Vieh wegtraden. Das ist eigentlich auch ganz solide. Nichts Neues. Auch nichts Neues. Ja, wir haben 60 Packs schon weg. Aber wie gesagt, es wird jetzt schneller gehen. Der zweite goldene. Und eine epische Karte. Schon wieder der Murloc Inquisitor. Naja, sage ich nicht nein zu. Ich liebe dieses ganze Sammelfieber, Sammelwahn. Deswegen liebe ich Hearthstone. Und weil das Spiel einfach Spaß macht. Nichts Neues. Oh, nichts Neues. Der Jünger von Cthulhu wird wahrscheinlich in jedem Deck gespielt werden. Zumindest in Cthulhu-Decks. Und wird wahrscheinlich auch der Grund dafür sein, dass 3-2 Kreaturen viel schwächer sind als 2-3 Kreaturen. Von Sets her. Oh, noch eine epische. Oh, Diener von Yogg-Saron. Yogg-Saron ist einer der anderen alten Götter, von denen wir bisher nur Cthulhu haben, aber mal sehen. 5 Mana, 5-4 an Stats. Kampfschrei wirkt einen zufälligen Zauber, der 5 oder weniger kostet. Zufällige Zielauswahl. Im schlimmsten Fall wirkt dieses Ding Seelenfeuer auf sich selbst. Seelenfeuer richtet 4 Schaden an. Und wir müssen eine Karte aus unserer Hand abschmeißen. Und das dürfen wir nicht bestimmen. Das heißt, im schlimmsten Fall bezahlen wir 5 Mana, um diese Karte zu zerstören und eine Karte abzuschmeißen. Irgendwer hat mal ausgerechnet, in wie vielen Prozent, wie viel Prozent der Fälle diese Karte schlecht und gut ist und sonst was. Aber die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, möchte man eine Karte spielen, die einen auch nur zu 10 oder 15 Prozent total in die Scheiße reitet und dafür sorgt, dass man das Spiel verliert? Nein, will man eigentlich nicht. Und deswegen denke ich, dass diese Karte nicht gut ist. Sie ist nicht gut, auch wenn das Artdesign sehr cool ist. Blut des Uralten, 9 Mana, 9-9, echt fett also. Wenn ihr am Ende eures Zuges 2 dieser Diener kontrolliert, verschmelzen sie zum Uralten. Und der Uralte ist eine Kreatur, die 30-30 an Stats hat. Also einen gegnerischen Helden one-hittet. Sofern er nicht 1000 Rüstung hat. Aber das wird wahrscheinlich nie passieren. Und außerdem, irgendwer hat auch mal gesagt, und das stimmt auch eigentlich, es ist besser, 2 9-9er auf dem Feld zu haben, als einen 30-30er. Stimmt. Nichts Neues. Nächstes. Oh, wir sind zweistellig. Oh nein. Auch das kennen wir alle schon. Oh, so viel Schleim, der hier überall rumfliegt. Unfassbar. Wahrscheinlich muss ich erstmal hier meinen Bildschirm putzen, wenn ich durch bin. Ganzer Schmodder hier. Weiß gar nicht, warum die alten Götter da so drauf stehen. Man merkt auf jeden Fall schon, dass die Farbe dieser Erweiterung lila ist. Definitiv. Das hat auch irgendwer mal gesagt von den Entwicklern. Ah, jetzt wird eigentlich... Wahrscheinlich werden wir jetzt nur noch epische und legendäre Karten neu sehen. Ansonsten ist es jetzt alles relativ gleich. Okay, kennen wir natürlich auch alle schon. Die Dunkelheit-Statthalterin dürfte ich mittlerweile relativ oft haben. Oh, da haben wir eine epische Karte. Reise in die Tiefe. Schon zur Genüge. Verbotene Heilung wieder. Das zweite Mal, glaube ich. Oder sogar schon das dritte Mal. Nee, das zweite Mal müsste es sein. Oh, die ist neu. Kriegerkarte, Blutsegelkultistin. 3 Mana, 3-4 an Stats, also gute Stats. Kampfschrei, verleiht eure Waffe +1/+1, wenn ihr einen Piraten kontrolliert. Zum Beispiel diese 1-Mana-Kreatur des Krieger, diese neue. Der erste Mart von N'Zoth, glaube ich. N'Zoth.
Erster Mart ist auch eine Piratenkarte. Ja. Und dann +1/+1 auf die Waffe. Zum Beispiel auf die feurige Kriegsaxt. Ja. Das wäre echt übel. Also ein Piratenkrieger-Deck kann man mittlerweile vielleicht gut machen. Das ist die nächste. Bitte gehöre nicht zu den scheiß Legendaries. Wow, golden und legendär. Goldener Ragnaros, der Lichtfürst. Das ist echt krank. Behalte ich natürlich. Dann entzaubere ich den anderen für 400. Goldener Ragnaros, der Lichtfürst. Das ist echt geil. Sieht auch echt cool aus. Gefällt mir. Ich will ein Deck haben mit dem. Ich bastel mir irgendeins. Nur weil diese Karte golden ist. Allein schon aus Prinzip, weil die Karte gold ist, muss ich sie in irgendeins meiner Decks klatschen. Na, was ist die epische Karte? Verderbte Irrwische. Es gibt noch andere epische Karten, die ich nicht habe, die ich haben möchte. Bitte. Ja, ich kann mir auch was craften. Ich habe noch ein bisschen Staub und ich habe auch noch viel zum Entzaubern. Oh, eine goldene Tentakel von Soth. Und der Silithid-Schwärmer. 3 Mana, 3,5 an Stats. Klingt jetzt erstmal echt awesome, aber kann nur angreifen, wenn euer Held in diesen Zug angegriffen hat. Das heißt, im Prinzip kann man diese Karte eigentlich nur mit dem Schurken spielen, weil der halt jederzeit eine Waffe anlegen kann. Ja. Ansonsten eher nicht. Nicht unfassbares Luck, ey. Die nächste Legendary, die ich haben wollte. Fandral Hirschhaupt. Eure Karten mit Wählt aus gewähren beide Effekte. Das ist total krank. Ihr kennt ja diese Wählt aus Effekte vom Druiden. Zum Beispiel diese wilde Wut, die wir da hatten. Entweder 4 Angriff in diesem Zug oder +8 Rüstung. Und mit dieser Karte einfach mal beide. Karten, die sich verwandeln. Zum Beispiel der Druide der Klaue. Entweder in 4-4 Ansturm oder in 4-6 Spott. Kriegt beide Effekte, das heißt 4-6 Ansturm, Spott. Krank. Oder Druidin der Flamme. Statt einer 2-5 oder 5-2 Kreatur eine 5-5 Kreatur. Man kann um diesen Typen ein ganzes Deck bauen. Er kostet 4 Mana, 3-5 an Sets. Leider kann man den halt relativ schnell removen. Und der Gegner sollte ihn removen, bevor ihr böse Sachen damit macht. Wie heißt nochmal diese eine Druidenkarte, wo man 3 Karten zieht oder 2 Mana-Kristalle bekommt? Ich meine, kriegt man 3 Karten und 2 Mana-Kristalle für 5 Mana. Das ist doch, das ist einfach gestört. Das ist wirklich gestört. Ich bin froh, dass ich die Karte gekriegt habe. Ich habe so viele Klassen-Legendaries bekommen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber es gibt auch einige gewöhnliche, die ich gerne hätte. Also eine neutrale. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Also ich bin jetzt echt schon reich beschenkt worden. Und die, die ich vielleicht haben wollte und nicht gekriegt habe, kann ich ja auch immer noch craften. Ein goldener riesiger Sandwurm. 8 Mana, 8-8 an Stats und ein Wildtier. Jedes Mal, wenn dieser Diener einen anderen Diener angreift und vernichtet, kann er erneut angreifen. Also im besten Fall kann man damit ein Board clearen. Wenn diese Karte eine Runde überlebt, weil sie keinen Ansturm hat. Ich könnte die entzaubern. Selten, golden und selten. Der verderbte Seher in Gold. Also zwei Legendaries sind auf jeden Fall noch drin. Jetzt haben wir hier eine neue Paladin-Waffe. Klinge des Ansporns, 3 Mana, 3-2. Das ist okay. Kampfschrei verleiht euren Dienern mit Gottesschild +1/+1. Und da hätten wir wieder diese Gottesschild-Thematik des Paladin, die jetzt absolut gepusht wird. Unter anderem mit dieser Waffe. Das ist eine gute Waffe. Da haben wir nochmal den Kultisten von Skeram. Blut des Uralten. Jetzt haben wir zwei
Das heißt, wir können damit theoretisch den Uralten machen, das wollen wir aber nicht. Weil es zu nichts führt. Am Ende opfere ich noch zwei 9-9er, nur damit der 30-30er geschiebt wird oder so. Wie bitter wäre das bitte? So, wir haben jetzt die Hälfte der Packs geöffnet. Bisschen mehr. Da kann immer noch sehr viel kommen. Aber eigentlich bin ich schon zufrieden. Selbst wenn jetzt keine Legendary mehr kommen würde, ich habe tolle Legendaries bekommen. Kann ich mich echt nur glücklich schätzen.